Amerika hatte am Morgen einen Wahlkampftermin, als plötzlich ein Mann mit einem Messer auf sie losging. Ich gab ihm die Rose und das ging ja blitzschnell. Ja, aus heiterem Himmel. Wir haben eine Mordkommission eingerichtet. Frau Reker wird derzeit intensivmedizinisch betreut. Für eine Stadt, die für Toleranz bekannt ist, ist das nicht fassbar. Ich habe dieses Trauma immer noch. Wenn ich abends ins Bett gehe, sehe ich diese blutige Messe. Wir haben ja nachher wirklich auch Anschläge gehabt bis hin zu Mord. Deswegen ist es eigentlich für mich persönlich, aber auch für die Demokratie ein trauriger Tag. Ab 20. Januar auf ksta.de.